So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück in Barcelona. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich die paar Wochen bis zum Saisonende simuliere. Und das habe ich auch getan. Und ja, jetzt stehen wir hier Anfang der nächsten Saison und gehen erstmal jetzt hier unsere Nachrichten durch, die sich hier angestaut haben, ja. Okay, dann können wir den mal loben. Herzlich willkommen. Spielervorstellung. Genau, Miguel Rodriguez haben wir ja verpflichtet. Und Unai Nunes kommt für 37 Millionen von Athletic Bilbao als Innenverteidiger. So, Rodriguez Rückennummer nehmen wir auf jeden Fall erstmal an. Spielvorstellung. Stadion, Long Leber, Personalpolitik verärgert. Ja, okay, das ist halt manchmal so, ne? Alte Bekannte sogar. Nunes kennt Simon. Genau, Simon hat ja auch bei Athletic Bilbao gespielt. Keine Saisonabschlussfeier. Okay, habe ich vergessen. So war jetzt auch nicht so wild. So, Geschäftsführer informiert sich darüber, dass der Club die Saison mit einem Gewinn von 139,33 Millionen abgeschlossen hat. Im Vorjahr wurde ein Gewinn von 234 Millionen erwirtschaftet. Damit bleibt für die Saison ein Nettogewinn von 48,77 Millionen nach Abzug der Steuern. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass wir das im Plus abgeschlossen haben. Ihr könnt es hier auch sehen, wir sind überall wirklich gut im Plus hier. Ja, haben sogar ein Transferbudget hier von 200 Millionen. Also wir können eigentlich ordentlich einkaufen, ja, würde ich mal so behaupten. Piqué wird jetzt in die zweite Mannschaft verschoben. Dafür haben wir nämlich Nunes gekauft. Genau, aber jetzt haben wir trotzdem hier 5 Innenverteidiger, ne? Trotzdem viel zu viel. Was machen wir denn da jetzt? Araujo, Longley, Umtiti und Nunes eigentlich, ne? Aber Mingo. Packen wir doch mal in die Reserve. Bevor er da gar nicht zum Einsatz kommt, das ist auch wäre schade halt, ne? Genau wie Marmol, den packen wir auch in die Reserve. Ich glaube, die waren ausgeliehen, deswegen, die sind, glaube ich, zurückgekommen. Genau, Busquets, der war, glaube ich, auch ausgeliehen. Okay, packen wir auch in die Reserve. Ja, Boga, genau, hier wollten wir nochmal schauen, was wir hier machen. Gar nicht so einfach hier alles, ne? So, da haben wir die 2 auf rechts. Links haben wir 3. Das ist halt schwierig, ne? De Vega geht auch in die Reserve. So, jetzt war die Musik, glaube ich, ein bisschen laut. Ich hoffe, ihr habt mich überhaupt verstanden. Sorry dafür, ist mir gerade erst aufgefallen. Genau, so. Zentrales Mittelfeld sind wir auf jeden Fall auch krass überbesetzt hier, ne? Ich plane auf jeden Fall mit De Jong und Moriba, das heißt, wir werden Espinosa hier auch verkaufen. Für 18 Millionen sind wir da, denke ich mal, gut besetzt zum Marktwert. Puig werden wir auch verkaufen. Und Fernandes wird auch verkauft. So. OM haben wir mit Petri und Coutinho. 2 gute Leute, Coutinho auch mittlerweile schon 30.
da könnte man zum. Oh, da haben wir ja Petri, da brauchen wir eigentlich auch keinen. Ja, wir schauen mal. La Fuente, wir könnten vielleicht auf der Linksaußenposition nochmal nachlegen. So, was machen wir hier? Dembélé, Trincao, an den Links meine ich. Boga haben wir ja da auch noch. La Fuente. Schwierig ist das. Der hat eine gute, eigentlich eine ganz ordentliche Saison gespielt, La Fuente. Boga nur 9 Spiele gemacht. Den könnten wir eigentlich auch wieder verkaufen, ne? Gucken wir mal. Ich würde dann schon gerne auf Fati und La Fuente da auf links setzen, weil das einfach junge Spieler sind. Beide, die sehr viel Entwicklungspotenzial haben. So, Maffeo und Dest auf rechts. Das bleibt auf jeden Fall auch. Montanana und Firpo auf links. Genau, und vorne im Sturm. Ja, Messi als hängende Spitze. Und wen hatten wir denn da noch? Achso, Depay, genau. Griezmann und Lukaku im Sturm. Der ist ja eigentlich noch gut im Saft hier, ne? Griezmann. Obwohl mir seine Spielweise nicht so wirklich gefällt. Muss ich auch ehrlich sagen. Habe ich ja in den letzten Folgen auch schon mehrmals betont, dass mir das nicht so gefällt. Gucken, ob wir überhaupt noch was auf der Transferliste machen. So. Die Trainingsziele einstellen. Perfekt. Ja, Leute, was können wir noch verändern hier an unserer jungen, na was heißt jungen, aber eigentlich ganz guten Mannschaft. Wir haben sehr viel Transferbudget, also eigentlich könnten wir uns noch mal ein bisschen verstärken. Na? Machen wir doch einfach mal erstmal vereinslos. Würde ich gerne mal wissen, ob da jemand dabei ist. So wie es aussieht, auf jeden Fall nicht. Okay, nur realistische Transfers. Und dann machen wir mal nur Nationalspieler. So, was haben wir denn hier alles dabei? Jan Oblak. 90 im Tor. Wen haben wir denn? Wir haben Ter Stegen und... Ja, den behalten wir auch. Eigentlich im Tor sind wir auf jeden Fall safe, gut besetzt. So, Torres für die Innenverteidigung. Eigentlich haben wir da auch ausgesorgt. Da brauchen wir eigentlich auch keinen. Das ist halt... So, Maxi Gomez, der wäre zum Beispiel interessant. Aber kommt natürlich von den einzelnen Feldspielerfähigkeiten jetzt auch nicht an Griezmann ran. Ne? Hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Williams. Lodi. Guedes. Auch ein guter Mann. Valencia. Eigentlich wäre es ja gar nicht mal so verkehrt,
noch mal ein bisschen einen älteren Spieler da auf der Position zu haben. Ich meine, wir haben da Fati und La Fuente, die sind, glaube ich, 20 und 19. Wäre ja gar nicht so unrealistisch eigentlich. Auch ein Top-Mann hier. Linksverteidiger, da müssen wir noch mal gucken, was wir hier haben. Firpo und Montanana, genau. Den könnten wir zum Beispiel noch mal ausleihen. Firpo ist ein guter Mann. Oder wir verkaufen Firpo und behalten Montanana, verpflichten aber trotzdem den Brasilianer hier. Lodi, 24, ist von den Fähigkeiten her auf jeden Fall besser und erst jünger. Das wäre was. 61 Millionen, das ist ja... Das geht voll. Sehr gut. So, wen hatten wir noch? Guedes hatten wir noch, ne? 25, gefällt mir sehr gut. Ja, wäre schon einer, den ich holen würde. Feste Ablösesumme, 305 Millionen. Kann aber was nicht stimmen hier. Wir bieten mal 60. So. Links. Linksverteidiger und Linksaußen haben wir jetzt. Ja, Freunde, mehr gibt es ja auch eigentlich gar nicht, ne? Beziehungsweise Gomez ist schon irgendwo interessant, aber ich weiß nicht, ob das für Barcelona reicht, um ehrlich zu sein. Ist auch schon 25. Moreno ist schon 30. Isak wäre halt noch so ein Typ, ne? Den ich mir vorstellen könnte. Der Schwede. 22 Jahre alt. Eigentlich noch ein junger Bengel, ne? Aber ich glaube, wir gehen dann doch nochmal mit Griezmann in die neue Saison. Griezmann und Lukaku, ich denke, wir sind da vorne eigentlich richtig gut besetzt mit den beiden. Ich hoffe ja, dass sich Griezmann noch ein bisschen mehr der Mannschaft hingibt, ja, und ein bisschen mehr seine Fähigkeiten ausspielt. Ansonsten von den einzelnen Fähigkeiten, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das ein guter Mann ist, ne? Ja, dann sind wir da auf jeden Fall erstmal soweit. Schauen wir mal, ob die beiden hier kommen und wen wir jetzt hier noch losbekommen. So, zweite Mannschaft ist natürlich jetzt auch prall gefüllt. Da gehen wir auch noch mal drauf ein. So, wir stellen ein Motivationstrainer ein. Genau. So. Spielergespräche haben wir auch noch nicht geführt. So, das haben wir auch gemacht. Mitarbeiterverträge haben wir ja verlängert gehabt. Was fehlt uns da denn jetzt noch hier? Ein Marketingmanager und ein Rechtsanwalt. Sollten wir noch einstellen? Palacios. Ach so, okay. Bürogebäude müssen wir erst ausbauen. Infrastruktur. Ja, bauen wir mal safe aus jetzt hier. So, dann werde ich nochmal den... Finanzassistenten einstellen hier.
Nicht, dass uns das Spiel wegen diesem Merchandising-Fehler hier abschmiert. Genau, so. Die Jugend. Ups. Ordentliche Spieler hier dabei. Ordentliche Talente auf jeden Fall. 9 von 10. Wahnsinn. 16 Jahre jung, Rico. Schon krass. Schon krass. Die müssen auf jeden Fall spielen. Ne? Das ist ja wohl klar. Ne? So, genau wie Munoz, der muss auch eigentlich immer spielen. So, haben wir es auch eingestellt. Daniel als Stürmer. Zack. Haben wir das auch. Und jetzt noch den Albaracin. Das ist auch links außen, ne? Das wird ja wieder hier ein Kampf. Rico haben wir jetzt erstmal hier auf den. Was ist das hier eigentlich? So wollen wir spielen. Immer wie die erste Mannschaft, Leute. Marino auch so ein krasses Talent, ne? Haben wir wirklich einige gute Leute hier drin. Schon Wahnsinn. So, dann schauen wir mal kurz hier. Ach so, was ich noch mal machen wollte ist, genau, unsere Saisonziele wollte ich noch mal durchgehen. Und zwar Saisonziele in der Liga ist klar, Meisterschaft, ja, nationaler Pokal, sollen wir ins Halbfinale kommen und in der Champions League ins Finale. Das ist auf jeden Fall natürlich das große Ziel hier, in der Champions League ins Finale zu kommen oder auch den Pott zu holen. Denn letzte Saison haben wir ja den Pokal schon geholt und auch die Meisterschaft. Ne? Genau. So. Spanisch. Und weiter geht's im Geschehen. So, Guedes würde kommen, hätte aber nur geringes Interesse. Okay. Er möchte für 3 Jahre unterschreiben und möchte eine Option zur Vertragsverlängerung. Ja, locker. Ich würde ihm gleich 4 Jahre geben. Durchschnittsgehalt 8 Millionen. Gut, müssen wir ein bisschen mehr in die Tasche greifen, aber ist auch gar nicht so wild. Dann nehmen wir das halt mal in Kauf, ne? So, perfekt. Lodi. Feste Ablöse wegmachen, Option für Spieler. 4 Jahre möchte er nicht. Okay, dann müssen wir ihn hier noch ein bisschen was bieten. So, dann wird er auch kommen.
So, Matthäus, Fernandes, sind ein paar Interessen hier. Valencia, Eindhoven, Amsterdam, Gladbach und Marseille. Oh, da geht noch ein bisschen was, ne? So, Ricky Puig, den werden wir auch los. Villarreal, Atletico, Bilbao und Real Sociedad für 40 Millionen. Vertrag unterzeichnen, Vertrag unterzeichnen. So, Espinosa wird auch wechseln zu einem von den Vereinen, Sevilla, Lissabon, Lyon, Neapel oder Benfica. Spielt auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse. Ja, ich gebe das jetzt auch einfach mal als Ziel aus. Wir gewinnen den internationalen Titel. Wir werden unser... Oder machen wir es so. Wir werden unser Saisonziel erreichen. Perfekt. Dann werden wir jetzt gleich nochmal schauen, wo wir ins Trainingslager fahren. So, Barcelona und Villarreal sind sich einig. 40 Millionen für Puig. Lodi wechselt für 61 Millionen zu uns. Sauber da auf der linken Verteidigerposition. Und Boga werden wir jetzt auch abgeben. So, Manchester United wollte für Fati ein Angebot abgeben, aber den wollen wir ja nicht verkaufen. So, Freunde, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Wir haben nicht viel Zeit bis zum ersten Ligaspiel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, aber 14 Tage werden wir auf jeden Fall ins Trainingslager fahren. Das sollten wir uns schon gönnen, ne? Also wir gucken jetzt mal hier. Taktik, individuelle Fähigkeiten. Sao Paulo, Rio ist auch nicht schlecht, ne? Nordamerika, New York, da war ich auch noch gar nicht. Teamwork. Das sieht doch ganz gut aus. Fahren wir doch da mal hin. Nach Honolulu. Meine lieben Leute. So, dann planen wir noch die Freundschaftsspiele. Ja, alle zwei Tage auf jeden Fall ein Spiel. Oh, spielen wir halt zweimal gegen Atlanta. Los Angeles. Los Angeles Galaxy. Genau die wollte ich eigentlich. So, haben wir das auch. Dann machen wir hier einen Tag der Jugend. Gehen wir nochmal hier komplett einmal alles durch. Sponsorentag, Fanclub-Treffen und dann natürlich hier die Saisoneröffnung. So, haben wir das auch erledigt. Genau, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Transfers findet, die ich jetzt oder die wir jetzt hier getätigt haben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache, die wir da gemacht haben.
Finanzen sehen bestens aus. Und irgendwo muss das Geld ja auch hin. Ich meine, klar, will man immer mit jungen Spielern arbeiten. Und ich versuche auch, die Jugend immer wieder mit einzubauen. Dennoch müssen wir halt auch auf unsere erste Mannschaft gucken und uns da auch punktuell dann auch verstärken, wenn es die Finanzen zulassen, auf jeden Fall. Ne? So, Paris Saint-Germain hat sich wegen dem Kauf von Moriba gemeldet. 98,5 Millionen ist erstens viel zu wenig bei diesem Marktwert und zweitens gebe ich doch nicht hier einer meiner besten Leute ab. Sorry Paris, aber Dankeschön. Ja, also schreibt's gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu den Transfers sagt und wie eure Meinung zu der neuen Saison ist. Werden wir unsere Saisonziele erreichen? Werden wir den Champions League Pot vielleicht sogar holen? Was sagt ihr? Reichen die Transfers, die wir getätigt haben, oder müssen wir nochmal irgendwas machen auf dem Transfermarkt? Genau, eure Meinung ist mir wichtig. Und ja, würde ich sagen, mit diesen Worten beenden wir diese Folge hier heute. Seid beim nächsten Mal natürlich gerne wieder am Start, wenn wir hier den, ich glaube, das ist der ICC Cup, ne? Ja. Wenn wir den ICC Cup gegen Juve, Sporting und Paris absolvieren, sehr interessant auf jeden Fall. Und vielleicht auch schon diesen Pokal in den Händen halten können. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Peace out.